In Leningrad zum Beispiel bestanden die Bolschewikis 1912 nur aus 5 Mitgliedern, 1917 aber schon aus über 100.000. Nun läuft alles mit der Abteilungs- und Betriebsversammlung und den jederzeit abwählbaren gewählten Arbeiterräten nicht nur viel demokratischer, sondern jetzt ist auch eine funktionierende Wirtschaftspolitik möglich. Als erstes gilt es, die Produktion in Konkurrenz und die private Mehrwertproduktion abzuschaffen. Für Frau und Mann würde sofort ein gleicher Lohn für gleiche Arbeit eingeführt. Sie wollen ja keine Billigkonkurrenz schaffen, wenn sie das selber entscheiden werden. Auch international werden sie nach einer kurzen Übergangszeit das durchsetzen. Dazu muss man aber alle Patente, Lizenzen und Copyrights an alle Arbeiterstaaten freigeben. Die Weltarbeiterklasse wird dann ganz schnell den maximalen Standard lernen. In Russland unter Lenin gab es nur einen Unterschied von Direktions- oder Ingenieurs- und Putzfrauenlohn von 120 bis 80%. Das werden die Arbeiterräte sicher auch für die Zukunft als Richtlinie nehmen. Um das Ganze auch durchsetzen zu können, muss besonders die wirtschaftliche Seite natürlich weltweit zentralisiert werden. Bei einer Dezentralisierung, wie es die Anarchisten vorschlagen, würden die Arbeiterklassen der verschiedenen Länder ja auch untereinander in Konkurrenz treten. Und dann gäbe es auch einen Wettlauf um den niedrigsten Billiglohn. Und die ganze Scheiße würde wieder von vorne anfangen. Nun können die Arbeiter genau nach ihren Bedürfnissen produzieren. Deshalb ist es ja auch unbedingt wichtig, dass die Arbeiterräte unbedingt basisdemokratisch gewählt werden. Jeder muss sich letztlich unbedingt einbringen können. Marx drückte mit dem missverständlichen Begriff der Diktatur des Proletariats nur aus, dass im Gegensatz zum Kapitalismus, in dem die kleine Minderheit von 5% der Kapitalisten über die große Mehrheit der Arbeiterklasse von 85% eine Diktatur ausübt, dann die Arbeiterklasse die große Mehrheit der Bevölkerung über die kleine Minderheit, die Kapitalisten vorübergehend eine Diktatur ausübt, bis alle Kapitalisten auch Arbeiter geworden sind und es nur noch Menschen gibt. Die Maschinen müssen in der Großindustrie sich sowieso in der Regel in 2 bis 3 Jahren von der Arbeit der Arbeiter bezahlt machen. Alle Anlagen wurden von den Arbeitern gebaut und sollten auch ihnen gehören. Aber innerhalb der Arbeiterklasse geht es natürlich nur demokratisch zu. Natürlich kann sich auch jeder Kapitalist gleich in der Buchhaltung oder sonst wo zur Arbeit melden. Dann kann er auch den Rat mitwählen. Nur wenn der Arbeiterrat auch basisdemokratisch organisiert ist, werden die Arbeiter auch entscheiden können, wenn sie Verbesserungen an den Maschinen vornehmen, wie viel Prozent von der Einsparung sie für die Erhöhung des Lebensstandards dann nehmen und wie viel Prozent für die Arbeitszeitverkürzung. So einfach ist das, dass man über die Sicherheitsproduktion hinaus keinen Überschuss produziert und damit und mit der Abschaffung der Lohnunterschiede die Ungleichgewichte in der Welt beiseite fegt. Das meint Karl Marx mit einer Plangesellschaft. Ein Plan für die Bedürfnisbefriedigung der Massen. In der DDR, in China und Kuba aber gab es einen Plan für den Sieg beim Rüstungswettlauf. Das ist ein bürokratischer Plan. Plan ist nicht gleich Plan, sondern das bezeichnet Marx als Jurisprudenz.
Natürlich muss man erst fragen, wem gehört der planende Staat? Und da schreibt Marx in der Auseinandersetzung mit Proudhon eindeutig, eine Definition des Eigentums als eines unabhängigen Verhältnisses, einer besonderen Kategorie, einer abstrakten und ewigen Idee geben zu wollen, kann nichts anderes sein als eine Illusion der Metaphysik und der Jurisprudenz. Karl Marx in Das Elend der Philosophie, MEW, Band 4, Seite 165, Link 6. Die Bürokratenverteidiger sind also nichts anderes als idealistische Metaphysiker. Das gleiche gilt auch beim Außenhandelsmonopol. Die Arbeiter brauchen ihn, um unter ihrer Kontrolle aus den unsozialen kapitalistischen Preisen soziale zu gestalten. Aber da muss man ihn dazu, so wie für die Verstaatlichung der Betriebe und für den Plan, erst einmal der Staat gehören. Sonst ist es Wahllosigkeit der Jurisprudenz. Für den ersten Fünfjahresplan in Russland unter Stalin 1928 wurde der Arbeiterrat mit der Troika-Auflösung sogar abgeschafft. Das als Errungenschaft des Oktobers zu bezeichnen, will nicht in meinen Kopf rein. Diese Linken machen das nur, um heute innerhalb der Linken nicht isoliert dazustehen. Wenn die Arbeiterklasse demnächst aber emanzipiert aktiv wird, wird sie diese ganze Metaphysiker links liegen lassen und eine neue Führung aufbauen. In Griechenland, Spanien und Frankreich breiten sich die Arbeiterkämpfer gegen die europäischen unsozialen Sparmaßnahmen aus. Das zeigt auch die Gleichzeitigkeit der Todeszuckungen der großen kapitalistischen Staaten. Wenn die Arbeiterklassen der wesentlichen Staaten die Macht übernommen haben und alle Kapitalisten auch Lohnabhängige geworden sind, können wir auch das Geld und den Staat als Kontrollorgan abschaffen, die freie Gesellschaft einführen. Es besteht nur noch ein Verwaltungsapparat, da es keine Klassengegensätze mehr gibt und der Mensch arbeitet nicht mehr für 3,50, sondern weil er nur bei der schöpferischen Tätigkeit als Mensch sich realisiert, weil er so für die Gemeinschaft und für sich einen Lebenssinn schafft. Arbeit und Hobby kann man nicht mehr auseinanderhalten. Gesellschaftliche Schritte laufen ab dem Ende der Arbeiterrepublik nicht mehr revolutionär, weil es gar keine herrschende Klasse mehr gibt, sondern nur noch nach der Vernunft. Diese Phase nennt Marx Kommunismus, nicht zu verwechseln mit dem stalinistischen sogenannten Kommunismus. Durch die Gleichzeitigkeit der Weltwirtschaftskrise wird die Phase der Arbeiterräte sehr schnell durchschritten und wir gelangen ab der Arbeiterrepublik schon in einer Generation zur freien Welt. Jetzt sind wir aber erst noch bei der Auflösung des Euro. Die D-Mark-Scheine, die neuen, sind schon gedruckt. Es wird in dieser Phase noch nicht zum Aufstand kommen, aber es wird ja immer weiter gezockt. Die Schulden werden immer größer, die Sozialkürzungen immer härter, immer mehr Länder werden davon betroffen, die Kämpfe immer radikaler und letztlich wird sich bei den Massen die Machtfrage stellen. Die ersten ganz normalen Beamten stehen empört mit erhobener Faust vor der Unterdrückung. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Vulkan ausbricht. Solidarität mit den griechischen Kollegen. Streikwelle in Griechenland. Soziale Unruhen drohen. Link 7. Millionen gegen Sparmaßnahmen im Generalstreik. Link 8.